Jasper geht in die dritte Klasse, doch wenn er morgens zur Schule kommt, ist das ein bisschen anders als bei den meisten Grundschülern. Jasper geht auf die Montessori-Schule in Mönchengladbach. Der große Unterschied, sein Tag beginnt mit Freiarbeit. Zwischen 8 und 10 Uhr kann er sich selbst seine Aufgaben aussuchen und eigenständig daran arbeiten. Es gibt halt verschiedene Perlen oder halt Tinte oder halt so Sachen. Und dann gibt es halt verschiedene für verschiedene Altersklassen. Mir macht eigentlich alles Spaß. Hilf mir, es selbst zu tun. Nach diesem Prinzip wird an der Montessori-Grundschule unterrichtet. Erfunden wurde das Konzept von der Pädagogin Maria Montessori. Im Gegensatz zum normalen Frontalunterricht gehen die Lehrer genauer auf die einzelnen Kinder ein und helfen ihnen, Dinge selbst zu erarbeiten. Ja, man arbeitet halt sehr individuell mit den Kindern. Man setzt sich meistens neben die Kinder, wenn man was einführt. Oder man sitzt meistens mit auf den Teppichen. Also es ist anders als eine Regelgrundschule, dass man vorne steht und den Unterricht leitet. Man ist halt in der Freiarbeit viel mehr auf Augenhöhe mit den Kindern. Am liebsten arbeitet Jasper an Lernplakaten. Am PC können sich die Schüler wichtige Infos raussuchen. Oder sie lassen sich von Mitschülern helfen. Denn auch das ist anders als an anderen Grundschulen. Hier werden Schüler aller Altersstufen zusammen in einer Klasse unterrichtet. Außerdem kann Jasper selbst entscheiden, an welchem Ort er arbeiten will. Wir können am Tisch arbeiten und wir können auch im Flur arbeiten. Da kann man so arbeiten, also Teppichen liegen, da können wir da halt auch arbeiten machen. Das System funktioniert. In diesem Jahr feiert die Montessori-Grundschule ihr 40-jähriges Jubiläum. Und die Zukunft sieht gut aus. Wir haben immer mehr Anmeldungen bisher gehabt, als wir überhaupt aufnehmen können. Und das ist eine Bestätigung für uns als Schule, für jeden Lehrer, der hier tätig ist. Das heißt, unser Konzept geht auf. Und das Konzept hat auch nie an Aktualität verloren. Übrigens, die Lehrer machen das gleiche Studium wie normale Grundschullehrer. Mit einer Fortbildung werden sie auf den etwas anderen Unterricht vorbereitet. Das Jubiläum muss natürlich gefeiert werden. Am 4. Juni findet das große Fest statt. Jede Klasse bereitet sich auf die Feier vor. Alles passend zum Thema Feuer und Flamme für Montessori. Es wird verschiedene Essensangebote rund ums Thema Feuer geben, Stockbrot backen. Und es wird aber auch so verschiedene Mitmachaktionen geben, wo die Kinder beispielsweise der schnellste Feuerwehrmann, die schnellste Feuerwehrfrau ist gesucht bei einem Hindernisparcours. Es wird eine Zirkusvorstellung geben, also alles rund ums Jahresthema. Die Klasse von Jasper hat dafür in der Chronik der Schule gestöbert. Aus jedem Schuljahr sind hier Aufzeichnungen ausgestellt. Eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Schule. Und die Besucher können auch richtig was lernen. Am 4. Juni können sie sich selbst vom Konzept der Montessori-Schule überzeugen.